Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Und wir haben ja in der letzten Folge haben wir gemessen, wie hoch das höchste Gebäude in Falkenstein wäre oder ist. Laut Messungen sind das dann, wenn man das ganze Gebäude hier als 1 zählt, von dort unten bis hier oben sind es 152 Blöcke hoch. Ist schon eine anständige Nummer, denke ich. Aber wenn ihr hinhört, hört ihr hier einen Föhn vielleicht. Nein, irgendwo einen Creeper. Und der ist natürlich hier unten, ne? Na toll. Okay, nochmal runter und nochmal verpassen. Es ist ja auch echt dunkel drin, ne? Zack. So, jetzt ist wieder hell. Jetzt können wir aber wirklich mal weitermachen mit dem, was wir eigentlich machen wollten, uns nämlich hier runter in den Tod stürzen. Nicht. Das habe ich einmal hinter mir, da bin ich von da oben runtergestürzt. Das war schmerzhaft. Block. Komm, ich zeige euch mal hier was. Ich zeige euch hier mal die Balkone, wo noch gar keine Fenster drin sind. Oh Gott, oh Gott. Also die Aussicht ist doch wunderbar hier. Und in der letzten Folge habe ich doch auch darüber gesprochen. Guck mal, man kann dann sogar von hier runter auf diesen, ja, den Garten, der da entsteht. Also so ein bisschen, ne, soll ja, ja, wie soll ich sagen, es soll ja so ein bisschen, ja, ein schöner Rundgang, wo man dann spazieren gehen kann. Zum Beispiel, wenn man sich draußen unterhalten möchte und so eine Sache, ne? Und über wichtige Regierungssachen zum Beispiel sprechen möchte, kann man auch spazieren gehen. Ja, hier hat man dann die Aussicht aufs offene Meer in Richtung Osten. Auf der anderen Seite, für all jene, die jetzt neu sind, herzlich willkommen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann jetzt mal, die 300 zu knacken. 300 Abonnenten, das wäre der Wahnsinn. Nach 4 Jahren. Hier sollte ja eigentlich mal ursprünglich ein Steinbruch entstehen. Vielleicht aber werde ich da ein Wohnviertel bauen. Von der Fläche wäre es ja gar nicht so verkehrt. Und man könnte das Ganze dann sogar so bauen. Hier ist ja der Berg als Schutz und dass dann hier vielleicht so ein Tor noch ist und so ein bisschen irgendwie hier ranschließt und das abschließt, damit hier Falkenstein komplett für sich ist. Und dann noch mit so einem kleinen Weg hier zu Falkenbrunnen. Ja? Was dann vielleicht theoretisch auch Falkenstein Ort sein könnte. Muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Das sind Ideen über 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 Ideen. Die natürlich alle noch wachsen müssen. Wachsen! Aber eine Sache muss nicht mehr wachsen, und zwar der Tomkit selbst. So, hier haben wir noch glatte Steinstufen. Perfekt, glatte Steinstufen. Wo kommt das hier? Können wir damit hinpacken? Hier können wir ein paar Gerüste mitbauen, ne? Zack. Fichtenholz hier, okay. Können wir nochmal das hier? Ja, und. Haben wir nicht, okay. Ja, hier sind natürlich, in diesem Schloss hier sind natürlich viele Geister und Monster und weiß der Geier, was sich hier alles so versteckt. Müssen wir alles ausmerzen. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank die wunderschönen Laternen, die man dann benutzen kann. Haben wir hier irgendwie noch einen Stein? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier glatter Stein? Ja. Ja. Den können wir mal mitnehmen. Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Ja. 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 Sehr schön. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einiges an Steinen und wir können mit 13 Gerüsten, dann können wir ein paar Gerüste bauen, falls wir welche brauchen sollten. Ja, ne, wäre doch ganz schön, wenn hier so ein Wohnviertel entstehen würde, was dann quasi hier auch durch diesen Berg halt hier so ein bisschen geschützt ist. Den Berg können wir ja abtragen und ein bisschen anpassen oder wir lassen ihn und bauen da was Schönes hin mit dem Weg und alles so eine Sache, ne? Ich würde es, also ich bin ja theoretisch, hässlich baue ich jetzt nicht, sage ich mal.
Aber ich bin auch nicht so der Bauer, der sich an der Landschaft anpassen kann, ne? Der sagen kann, hey, ich baue da jetzt einfach hier so ein Haus hin, das dann hier so und so. Dazu fehlt mir dann doch ein bisschen die, wie nennt man das denn? Die natürliche Bauweisen. Die natürlichen Bauweisen zum Bauen. Ja, hier kann man runter gucken und da ist eine Schlucht und ja. Und irgendwann ist das hier alles zugewachsen mit Häusern. Blut. Wäre natürlich der Wahnsinn, ja. Das wäre der Wahnsinn, definitiv. So, glatter Stein. Machen wir weiter mit glatten Steinen. Und ja, ich habe hier angefangen mit glatten Steinstufen. Ich könnte jetzt glatten Stein selbst nehmen. Aber ich nehme hier die Stufen, weil ich habe ja diesen ganzen Weg hier auch mit Stufen angefangen, oben am Schloss. Das heißt, ich werde hier natürlich auch mit den Stufen weiterbauen, auch wenn es total, ja, dumm ist. Also, ja, naja, aber wir müssen die ja eh verbrauchen, von daher können wir sie auch dafür benutzen. Wenn sie schon mal da sind, warum nicht? Hm? Das war falsch. So, 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 so. Schöne Musik. Und ich habe jetzt endlich meine Stoppuhr hier. Ne? Ich habe mir fix meine Stoppuhr noch geholt. Hoch. Also mein Smartphone, was ja viele smarte Funktionen kombiniert. Na, also könnt ihr nicht sehen, weil ich habe die jetzt gerade um. Ne? Also ist ja klar, in der Tasche habe ich das natürlich. Ne? So, schwupp, schwupp. Das kann weg, das kann hin. Okay. Ja, in der letzten Folge habe ich ja über die Wollfabrik in Hunsgrab gesprochen, worüber ich immer noch sehr, 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 sehr positiv überrascht bin oder war, als ich davon gehört habe. Ich gedacht, was? Hunsgrab baut sowas Großes? Hunsgrab ist eigentlich dafür bekannt, mehr nicht so moderne Sachen zu bauen und haben. Und ich freue mich aber darüber, dass es dass mittlerweile der Fortschritt in Hunsgrab auch eingezogen ist. So, zack, so schnell sind ein paar Stack davon weg, ne? Ein paar Stack sind weg. Machen wir weg hier. Huch. Huch. Da haben wir nämlich gefuscht und Fusch am Bau gibt's hier nicht. Also gibt's hier manchmal schon, aber nicht gewollt. Ja, dann ist mir zu Ohren gekommen, dass in zwei Brücken ein riesengroßes Desaster mit einem Bauwerk war und ja. Aber wurde wohl anscheinend schon behoben, denn die sind alle wieder sehr entspannt und ja. Ey cool, dann haben wir es ja fast geschafft, wie? Haben wir ja den Rundgang hier fast fertig. Aber ich brauche natürlich eine Menge Quarz. Eine Menge Quarz. Aber wir haben jetzt die Steinsäge, dann können wir auch die Quarz damit bearbeiten, ne? Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Glücksspitzhacke dann. Um dann zumindest Quarz glücklich abzubauen. Also viel abzubauen, sozusagen. So zu tun, machen. Ja, wie wir hier den Garten gestalten, ich nichts wissen. Ich nämlich. Achso, das ist schon glatter Stein, aber das ist kein glatter Stein. Da bin ich nämlich unwissend. Zack. Zwei Stack, perfekt. Erstmal snacken. Ja, ich weiß nicht, ob das hier alles Gaslaternen sind oder ob da Teelichter drin sind. Teelichter, Lichter von Tee. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Und ey cool, wir sind hier, wir haben den Weg hier fertig, ne?
Schön, das freut mich. Müssen wir bloß dann eigentlich noch... Eigentlich müssen wir dann noch einen Weg hiervon abmachen. Der hier hinführt und dann hier rüber, ne? Was ist denn da? Wer macht denn da so einen Krach? Und klopft ja an der Heizung rum. Ah, oh, 10 Minuten und es wird Nacht. Was ist denn hier los? Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, 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 Nacht. Ach so, Moment mal. Hä, wir haben nämlich hier ein neues Ressourcenpack und zwar das Version 7 von Opa Zeron. Fertig. Ach so, ja, dann habe ich jetzt gar nicht die Fenster. Oh nein. Oh nein. Das heißt, in der Version 7, in der neuen Version, ist das Ganze jetzt wieder ein normales Bett. Wunderschön, oder? Hätte Amazon hat das Spiel verlassen. Ja, das kennen wir schon, das war auch schon vor langer Zeit. Ja, ist wieder das normale Bett. Das heißt, wir werden nochmal zurück zur anderen Version, weil ich möchte ja gerne das hier, ne? Gut, da bin ich am Arbeiten, ne? Bin das hier bearbeiten mäßig. Kennt ihr ja, ne? Ja. Mit so ein paar veränderten Texturen. Die Glastexturen zum Beispiel sind anders. Denn die Andesit, die mache ich jetzt heute sogar noch. Am Tag der Aufnahme werde ich die Andesit, wenn ich es nicht vergesse, machen. Ja, ne? So ist das. Gut, wie gesagt, wir müssen dann gucken, dass wir hier irgendwie einen Weg rüber kriegen. Zack, eine Brücke, zack, und hier rüber eine Brücke. Und ich habe eben gerade diese verdammte Mücke, habe ich gesehen, ne? Ich habe sie gesehen, aber ich konnte nichts dran ändern. So, genug gequatscht, hier. Mach jetzt. Zack. 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 Okay, du quatscht und quatscht und quatscht und quatscht und quatscht. Ja, ich weiß. 5. So. 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 Hö. Sehr schön. Ich hätte natürlich gedacht, dass wir ein bisschen dass wir ein bisschen mehr verbrauchen davon, aber okay. Soll wohl nicht sein. Gut, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier vorsichtig rumkommen. Das war blöd, ne? Ach komm. Gibt's ja gar nicht. So, nur nicht runterfallen. Damit muss man immer rechnen, wenn man an Ecken und Kanten baut. Der Fall kann immer tief sein. So, okay. Jetzt brauchen wir ein Gerüst. Und hoch. Und rüber. So, 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 no. Wo und wo? Ja, ne? Ach so, wie ist denn das denn hier? Wie verhält sich das denn hier? Das ist da. Dann müsste hier quasi so ein Block sein, ne? Haben wir irgendeinen Platzhalter? Haben wir natürlich nicht. Hier so gemacht mit Cobblestone, mit Cobble. Haben wir Cobble? Ich hoffe, wir haben Cobble hier. Natürlich nicht. Dann nehmen wir Erde als Platzhalter. So und so. Zack, 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 zack.
Koppel hätte ich eigentlich theoretisch mal mitnehmen können, ne? Kann man nicht mal in der Cobblestone vorbeibringen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier hin. So. Ist gar nicht so einfach, hier so ein T-Kreuzung quasi zu machen. Die dann auch anständig aussieht, ja. Das müsste ja theoretisch so dann sein. Oh Gott. Da so. Hier wieder ein Platzhalter. So. Da auch ein Platzhalter. Na komm. Da ein Platzhalter. So hin. Zwei, drei. Dann eins, zwei, drei, vier. Hier kommt ja dann das darüber, ja. Einfachsten wäre es hier so gar nicht so eine Verbindung zu machen, sondern ist ja dann hier und hier und dann so, ne? Ja. Eins, zwei, drei, hier und rechts, hier. Wird dann schon irgendwie passen. Genau, der muss ja dann weg. Ah ja, genau, wir haben da einen Stein gehabt, ne? Hm. Der hier kommt weg, dann passt das auch wieder, okay. Weil da kommt ja dann der ganz normale hin und hier ja auch. Da die Treppen. Okay. Hab's wieder, bin wieder drin. Eins, zwei. Ich denke, das sieht ganz gut aus, denn hier mit so einem Brunnen und so ein bisschen Grünzeugs. Und wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, ne? 20 Minuten habe ich ja gesagt, das heißt, es ist ja schon wieder vorbei. Zeit rinnt. Und ist gerade mal Mittagszeit. Naja, komm, das Dach machen wir jetzt hier noch. Soweit fertig, dieses
diesen Abschnitt und dann sollte es das auch gewesen sein für heute. Zack, zack. Okay, das passt. Joa, gut. Dann, ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.